das Mange, der Wolfgang Mellmann. Penelas Malamabov Mere. Chichanos Keferichu Chavelma. Dai Pashamavra. Penelas Mange. E di blestar cosa manco blesti la sopra della delle sudi ci caiman de palpale ci ha vociana tu manca. Dankeschön. Ruscha Nikolic Lakatos mit Mischa Nikolic Lakatos, Gitarre, Joshi Schneeberger, Bass, Horst Meyer, Akkordeon und Willi Horvath Drums. Danke. Und sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Gäste, willkommen bei einer wichtigen, überfälligen Ausstellung, die für das Wien-Museum
eine außergewöhnliche, aber auch eine überfällige Ausstellung ist. Es ist eine Ausstellung, die Einblicke in die Lebenssituation von Roma und Sinti in Österreich gibt, Geschichte und Gegenwart und viele Geschichten erzählt, wobei die Frage ist, wer diese Geschichten erzählt, eine für dieses Projekt von Anfang an sehr wichtiges war. Also Geschichte und Gegenwart, Phasen der Zwangsassimilierung, die wechselnden mit Phasen der Ausgrenzung und eine Ausstellung, die von wissend über die Geschichte im Umgang mit dieser Minderheit oder dieser Minderheitengruppe angerichtet hat, ist eine Ausstellung, die vom Optimismus ausgeht, soweit ich das von allen Mitwirkenden weiß, denn die Lebenswirklichkeiten der Roma, aber auch ihre Geschichte, sind sichtbarer geworden. Also ich meine damit Wirklichkeiten, die nicht von Zerrbildern und Klischees völlig vollgestellt sind. Eine lange Geschichte der Ausgrenzung, die schließlich zur fast völligen Vernichtung im Nationalsozialismus geführt hat, ging zumindest ansatzweise in den politischen Diskurs ein und auch in die Erinnerungskultur. Dass paradoxerweise das Attentat von Oberwart für viele Menschen in Österreich ein Anlass war, überhaupt erstmals nachzudenken über soziale Situation etwa der Burgenland-Roma. Knapp vorher erst wurde erreicht die Anerkennung als Minderheit. Und es ist ja so, dass auch nach der Vernichtung von fast 90% der damals im Burgenland lebenden Roma nach der NS-Zeit ja die Ausgrenzung weiterging. Weiterhin wurde etwa mit dem Begriff asozial operiert, amtlich, und es dauerte sehr lang, bis Roma überhaupt als Opfer anerkannt wurden. Und auf dieser Grundlage sozusagen ist überhaupt möglich, eine Ausstellung wie diese, die einlädt zu einem sehr genauen Kennenlernen von den verschiedenen Situationen zu gehen. Und ich glaube heute, es hängt zusammen mit den vielen, die bei der Ausstellung mitgewirkt haben, aber auch mit doch nun schon einigen Jahrzehnten des Druckmachens von Aktivisten, von Organisationen, von Vereinen. Ich glaube, dass eine Ausstellung wie diese heute, ich hoffe auf die Neugierde, die Offenheit trifft, die sie braucht, hängt damit zusammen. Und ich möchte mich einfach bei den meisten von Ihnen, vielen von Ihnen dafür herzlich bedanken im Namen aller unserer Besucher. Danke. Es ist eine Ausstellung, die, glaube ich, in der Lage ist, hartnäckig tiefsitzende Klischees, Vorurteile zu destabilisieren, zu ignorieren. Sie schafft, glaube ich, jeden offenen Raum, der überraschende Einblicke in die Vielfalt von Lebenssituationen im heutigen Österreich bringt, wobei diese weit zurückreichenden Klischees natürlich immer getragen waren und immer noch sind von dieser Ambivalenz zwischen Faszination, die Freiheit des Herumziehens, Romantisierungen auf der anderen Seite, einfach dieses Muster der Verachtung, des Generalvorwurfs. Und es ist deswegen, glaube ich, auch sehr wichtig in dieser Ausstellung,
ganz verschiedene Menschen kennenzulernen, aus Roma-Familien, die ganz verschiedene Lebensgeschichten in ihren Familien haben, in ihrem eigenen Leben. Und wir haben auf der einen Seite historische Einblicke, Facts, und wir haben im Zentrum der Ausstellung, in diesem Sinn eine Ausstellung mit einem hohen Partizipationsfaktor ist, Stories, die sogenannte Gastautoren, die von den Ausstellungsplanern, Machern eingeladen wurden, jeweils Orte wählen, über die sie Geschichten erzählen, die jetzt, ob sie nach Floridsdorf führen, werden wir heute etwas darüber hören, oder ob es ins AKH, wo viele im Reinigungspersonal sehr viele Menschen arbeiten, die als Arbeitsmigranten gekommen sind und sehr oft ihre Roma-Identität nicht preisgeben wollen können. Also wir haben auch diese Leidenskomponente Selbsttarnung aus Angst. Und heute leben eben in Österreich einerseits die Burgenland-Roma und ihre Nachfahren, beziehungsweise sehr, sehr viele Menschen, die seit den 60er Jahren als Arbeitsmigranten gekommen sind, heute aus dem, also ins Balkan, heute aus dem östlichen Mitteleuropa, und dadurch eben sehr, sehr facettenreiche Geschichten, die auch in dieser Ausstellung erzählt werden. 2012 kamen Andrea Herle von Romano Centro und Cornelia Kogoi von der Initiative Minderheiten zu uns und haben uns eben eine Ausstellung vorgeschlagen, die Überraschendes erzählen wird und vor allem die einen Perspektivwechsel versucht, vom Außenblick, der definiert hat, denn Roma waren immer von der Außenwahrnehmung, Außenbeschreibung, der amtlichen Klassifizierung und so weiter betroffen, den Blick umzudrehen und Menschen aus der Community einzuladen, Gastbeiträge zu liefern. Also ich darf mich bei allen Gastautorinnen und Gastautoren ganz herzlich bedanken. Und ich glaube, dass es auch einlädt, die Struktur der Ausstellung dazu, dass sie hier einfach sehr nahe kommen, den Lebensgeschichten. Und ich darf bei der Gelegenheit natürlich auch mich sehr freuen, dass das Burgenlandmuseum diese Ausstellung auch zeigen wird in einem Jahr, also auch ein weiterer Kooperationspartner. Und ich darf mich seitens des Wien-Museums ganz herzlich bedanken bei Susanne Winkler, sie wird dann sprechen, und bei Werner Michael Schwarz und bei der Produktionsleiterin Bärbel Schrems. Und ich bedanke mich für die Unterstützung als Ausstellungssponsor bei der Arbeiterkammer und bei der ersten Stiftung, was das Begleitprogramm angeht. Für die Gestaltung danke ich Alexander Kubik, Architektur, Olaf Osten, Ausstellungsgrafik und Marianne Friedl. Ich bitte jetzt aus dem kuratorischen Team Susanne Winkler und Andrea Herle um ihre Worte. Schönen guten Abend, auch im Namen von Werner Michael Schwarz. Wenn es um Stereotypen geht, um deren Tradierung und Verfestigung in einem breiten Bewusstsein, spielen Bilder eine zentrale Rolle. Das betrifft schon die Malerei, aber die massenhafte Verbreitung dieser Bilder geschieht erst im Medium der Fotografie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. In Anlehnung an koloniale Bildpraktiken werden Inszenierungen entwickelt, die Roma als das ganz andere,
konträre, fremde darstellen. Selbst in der Atelierfotografie, also im Studio, und Sie können Beispiele in der Ausstellung sehen, werden Roma regelmäßig unter freiem Himmel gezeigt, barfüßig, ärmlich und spärlich bekleidet. Den Betrachtern und Betrachterinnen dieser Bilder blieb und bleibt die jeweilige Sichtweise überlassen. Abgrenzung oder Anziehung, Heimatlosigkeit oder Freiheit, Primitivität oder Natürlichkeit, Elend oder Erotik. Es sind Strategien einer, unserer Gesellschaft, die offenbar das andere braucht, um sich selbst zu vergewissern. Ein Beispiel dafür ist ein erst vor kurzem in Kitzbühel entdeckter Fotobestand, der in dieser Ausstellung erstmals öffentlich gezeigt wird. Dafür bedanken wir uns bei Christian Plattner, der diesen Bestand rettete. Urheber ist der steirische Industrielle und Amateurfotograf Alfred Ruhmann, der in den Jahren 1935 bis 1937 burgenländische und ungarische Roma-Siedlungen bereiste und hunderte Fotografien anfertigte. Seine Motive sind nicht sofort klar erkennbar. Insbesondere die Porträts lassen zunächst Interesse und Empathie erkennen. Umso schockierender wirken deshalb die zahlreichen Nacktaufnahmen von Mädchen und Frauen, die sich eindeutig in die stereotypisierende Bildproduktion einordnen lassen. Ganz in dieser Tradition dürfte Ruhmann in den Roma-Siedlungen das ursprüngliche, von der Zivilisation scheinbar unberührte gesucht haben, was nicht zuletzt durch den Kontrast zu den Aufnahmen seiner eigenen Familie und ihrer großbürgerlichen Lebenssphäre zum Ausdruck kommt. Zur besonderen Dramatik dieser erst vor kurzem entdeckten Fotografien gehört, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit die letzten Aufnahmen von Menschen vor ihrer Ermordung in den NS-Lagern zeigen. In dieser Tradition der scharfen Abgrenzung steht auch der Rassismus seit dem späten 19. Jahrhundert, der diese Fremdmachung um einen dramatischen Aspekt erweitert. Roma sind jetzt nicht mehr nur die kulturell anderen, sondern sie werden zu Fremden in ihrer ganzen Existenz. Um das zu beweisen, werden sie von Anthropologen vermessen. Die Möglichkeiten der Fotografie werden dazu benutzt, die scheinbare Andersartigkeit der Roma massenwirksam zu belegen. Polizei und Anthropologie arbeiten auf das Engste zusammen. So sendet die Wiener Polizei 1932 Polizeifotografien von Roma und Sinti an die anthropologische Abteilung des Naturhistorischen Museums, die dort zu Rassetypen werden. Im Nationalsozialismus werden diese Methoden zur Grundlage der letztlich tatsächlichen physischen Auslöschung. 1940 kamen NS-Rasseforscher und Forscherinnen auch nach Wien, um in Lagern, die bereits unter Bewachung standen, auf der Hellerwiese in Favoriten, der Wankuckstätten in Simmering und dem Bruckhaufen in Floridsdorf, Roma und Sinti erbbiologisch, wie es damals hieß, zu erfassen. Überlebende des Holocausts, wie Chaya Stoika, haben sich an diese Verfahren der Entmenschlichung später sehr plastisch erinnert. Und dennoch, obwohl diesen Fotografien der Schrecken anhaftet, können sie auch eine zweite, zeitgenössische Bedeutung erhalten. So hat auf einem der Bilder, die grundsätzlich weder Personen noch Orte benennen, unser Autor Willi S. Horvath das Haus und den Hof seines Urgroßvaters identifizieren können. Dieses kleine Beispiel einer Rekontextualisierung mag auch vermitteln, wie wichtig es ist, die mit dieser Ausstellung hoffentlich in Gang gesetzte Kommunikation fortzuführen, wie insgesamt eine Forschung zu intensivieren, die die Gedächtnisse der Communities mit einschließt. In dieser Richtung versteht sich auch die Gestaltung der Ausstellung. Der sehr gerafften und rasterhaften Darstellung der langen Phasen von Verfolgung und Ausgrenzung steht ein offener Raum gegenüber. Tische, die von den Autoren und Autorinnen aus den Communities konzipiert sind, werden zu Orten des Erzählens, der Forschung und einer, wie wir es uns wünschen, lebendigen Auseinandersetzung. Dankeschön.
Ich möchte noch schnell etwas richtigstellen. Den Katalog hat die Katharina Gattermann gemacht, ganz wichtig. Und auch natürlich haben alle Kollegen vom Wien-Museum heftig mitgeholfen. Das Projekt hat auch eine Assistenz gehabt und das ist die Katrin Totschnig. Dankeschön. Tervenbach Dalle, Savora Schene, Shukar Kiriati. Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie auch im Namen des Romano Centro und auch für meine Kollegin Cornelia Kogoi und die Initiative Minderheiten sehr herzlich hier begrüßen. Ortlosigkeit ist eines der mächtigsten Stereotype in Bezug auf Roma und Sinti. Ein zentrales Element der im antiziganistischen Blick unterstellten Identitätslosigkeit. Roma und Sinti werden auch heute noch vielfach als Nomaden, als fahrendes Volk gesehen, obwohl der allergrößte Teil seit Jahrhunderten genauso sesshaft ist wie die Nicht-Roma-Bevölkerung und auch jene saisonalen Fahrten, die für manche Roma oder Sinti aufgrund ihrer Berufe notwendig waren, schon lange aufgehört haben. Der Vorwurf der Ortlosigkeit unterstellt Heimatlosigkeit, mit der Unzuverlässigkeit verbunden wird. Stereotypen wie diese ermöglichen es den Nicht-Roma, sich von den Roma als den ganz anderen abzugrenzen. Der Versuch, die Geschichte der Roma und Sinti anhand von Orten zu erzählen, bezieht allerdings aus der Irritation über diese Zuschreibungen auch einen Teil seiner Faszination. Ein anderer Zusammenhang, der sich leider aufdrängt, ist die Tatsache, dass Roma und Romnia an vielen Orten nach wie vor darum kämpfen müssen, bleiben zu dürfen, wo sie sind. Fast jede Woche hören wir im Romano Centro von Zwangsräumungen irgendwo in Europa. Bei Umfragen gehören Roma und Sinti regelmäßig zu den unbeliebtesten Nachbarn, zu den imaginierten unbeliebtesten Nachbarn wohlgemerkt. Das Romano Centro setzt sich seit seiner Gründung 1991, so wie andere österreichische oder internationale Roma-Organisationen auch, für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Roma und Sinti ein. Ein Teil unseres Tätigkeitsfeldes ist dabei die Information, Aufklärung und Weiterbildung der Mehrheitsbevölkerung, damit die eben genannten Umfrageergebnisse hoffentlich nicht bis in alle Ewigkeit so bleiben, wie sie sind. Eine Ausstellung zu den Orten der Roma an einem geografisch wie symbolisch so zentralen Ort wie dem Wien-Museum zu zeigen, betrachten wir als sehr wichtigen Schritt zur Schaffung von mehr Verständnis in einem breiteren Publikum. Wir verbinden damit auch die Hoffnung, dass der Geschichte der Roma und Sinti endlich ein angemessener Platz im kulturellen Gedächtnis der Stadt und des Landes zugestanden wird. In Ausstellungen in Geschichts- und Stadtmuseen werden Minderheiten sowie Migrantinnen und Migranten häufig als fremd, als andere inszeniert. Es war heute schon ausführlich davon die Rede. Um einer Geschichtserzählung dieser Art, also die auf diesem anderen basiert, entgegenzuwirken, haben wir Personen aus unterschiedlichen Roma-Communities gebeten, als Autorinnen und Autoren dokumentarische und künstlerische Beiträge für die Ausstellung zu gestalten, also ausgehend von einem konkreten Ort eine eigene Geschichte zu entwickeln. Dieses Prinzip der Autorinnenschaft wurde bereits bei der Ausstellung Gastarbeiterie, die vor inzwischen 11 Jahren von Initiative Minderheiten und dem Wien-Museum präsentiert wurde, angewendet. Es ist, so schreibt Cornelia Koger in ihrem Katalogbeitrag, als Methode zu betrachten. Die Ausstellung Romanetana, Orte der Roma und Sinti, erzählt keine abgeschlossene Geschichte, sondern viele einzelne Geschichten. Sie bildet dabei einen Prozess ab, einen Prozess der Aushandlung zwischen Roma und Nicht-Roma über die schwierige Frage der Repräsentation und der Darstellbarkeit von Minderheitengeschichten. Sie soll auch vermitteln, dass es nicht möglich ist, falschen Bildern einfach richtige entgegenzusetzen. Die Wirklichkeit, auch die der Roma und Sinti, ist eine vielstimmige und sie bedarf der Auseinandersetzung. Ich möchte Ihnen nun, nachdem die Kollegin schon die Rahmenerzählung praktisch auch vorgestellt hat, kurz die einzelnen Beiträge oder Orte der Autorinnen aus den Communities vorstellen. Zunächst geht es dabei um ganz reale Orte. Reale Orte wie Oberwart, der Ort des mörderischen Anschlags gegen 4 Burgenland-Roma am 4. Februar 1995. Genau heute vor einer Woche haben viele von uns sich dort getroffen, am Ort des Attentats zum 20-jährigen Gedenken. Manuela Horvath hat ihren Beitrag zu den tragischen Ereignissen den 4 Opfern gewidmet. Ein anderer realer Ort ist Wien-Floridsdorf, das wurde heute schon erwähnt, ein traditioneller Lebensmittelpunkt vieler Wiener Lovara. Dazu werde ich nicht mehr sagen, weil der Willi Horvath im Anschluss selber darüber sprechen wird.
Für Usnja Buligovic, auch sie wird heute noch zu Ihnen sprechen, ist gleich ganz Wien ein Romanotan, eine gelobte Stadt für Roma vom Balkan, wie sie in ihrem Beitrag herausarbeitet. Nach Wien ist auch die Familie von Barker Emine gekommen, Sie kennen sie vom Plakat dieser Ausstellung. Sie erzählt in ihrem Beitrag die Migrationsgeschichte ihrer Familie quer durch das damalige Jugoslawien. Sie selbst ist als Kind von Mazedonien über die Schweiz nach Wien gekommen. Die Hausmeisterwohnung als Wohnort, das Krankenhaus als Arbeitsort sind für viele Roma und Romnia der Gastarbeiterinnengeneration Einstiegspositionen für ihr Leben in Wien gewesen. Sie werden als Roma-Orte in zwei Beiträgen von Rabie Peric und Jacqueline Radusavljevic vorgestellt. Andere Romane Tana findet man in keinem Stadtplan. Da ist zunächst der Beitrag von Lili Habelsberger. Für sie ist der Rock ihrer Mutter, ihre Zuflucht und ihr Sternenzelt. Dazu muss man sagen, dass die Mutter von Lili Habelsberger mehrere Konzentrationslager überlebt hat. Lili Habelsberger setzt sich schon ihr ganzes Leben mit den Traumata auseinander, die in ihrer Familie weitergegeben wurden. Für Robert Gabris. Robert Gabris hat die Haut seines Vaters, die schmerzhaften Lebenserinnerungen in Form von Tätowierungen enthält, zum Thema gemacht. Er hat Kupferstiche nach den Motiven dieser Tattoos angefertigt. Der Beitrag von Tamara und Manuel Weinrich beschäftigt sich mit dem Lied Gavadives, das von einem Platz in der Wiener Lobau aus die ganze Welt erobert hat und auch in New York im Radio gespielt worden ist. Und schließlich zeigt Gilda Horvath das Internet als Ort der Roma oder vielmehr als Raum für Roma, etwa als Raum der politischen Kommunikation innerhalb junger europäischer Roma-Communities. Dass sich das Wien-Museum nach Gastarbeiterin erneut auf die geschilderte Vorgehensweise eingelassen hat und nun gemeinsam mit dem Burgenländischen Landesmuseum stimmt hoffnungsvoll für den zukünftigen Umgang mit Minderheitengeschichten, auch mit jener der Roma und Sinti. Mit einer Geschichte, die im Übrigen noch zahlreiche weiße Flecken aufweist. Auch hier haben wir die Hoffnung, dass mit den Plänen zu einem Archiv der Migration auch in der Forschung Wesentliches weitergetrieben wird. Es bleiben mir jetzt auch noch ein paar Danksagungen. Ich werde mich bemühen, nichts zu wiederholen und um mich kurz zu halten, verzichte ich auch auf die Nennung von Titeln. Also im Namen des Romano Centro und auch der Initiative Minderheiten möchte ich mich bedanken bei Maria Walcher von der österreichischen UNESCO-Kommission, bei Reinhold Hohngartner von der Kulturabteilung des Bundeskanzleramts, bei Haider Sari von der Kulturabteilung der Stadt Wien, bei Christa Achleitner von der Volksgruppenabteilung im Bundeskanzleramt, bei Herwig Hösele vom Zukunftsfonds Österreich, bei Susanne Mehrhaut vom Österreichischen Nationalfonds, bei Şenol Akilic, bei Klaus-Werner Lober und Daniela Birk, bei Christiane Erharter, bei Moses Heinschenk und bei Christiane Fennes-Johas. Cornelia Koger und ich danken auch unseren jeweiligen Büroteams sowie dem Vorstand der Initiative Minderheiten und dem Vorstand des Romano Centro. Und wir danken natürlich auch unseren Kooperationspartnern, dem Wien-Museum und dem Landesmuseum Burgenland. Und hier möchte ich auch ganz besonders unsere Kollegen Susanne Winkler und Werner Michael Schwarz hervorheben. Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Pali Keraf, Nice to Menge. Dank noch an alle Leihgeber und es ist auch bei uns Rudi Sarkösi der Motor, einer großer Motor dafür, dass der Blick auf die Situation der Roma ein anderer geworden ist. Bitte ein paar Grußworte an die Ausstellung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird nicht bei den Grußworten bleiben, wie es der Herr Direktor angekündigt hat. Sie haben sicherlich auf Ihrem Programm gelesen, dass ich da nicht draufstehe. Ich habe mich erst hinein reklamiert und danke dem Herrn Direktor, dass er mir diesen Platz eingeräumt hat, der mir von der Volksgruppe und nicht von der Minderheit zusteht. Die Geschichte und das Schicksal meiner Volksgruppe war mir schon seit meiner Kindheit ein großes Anliegen.
Als Kind fragte ich meinen Onkel und meinen Verwandten, woher wir kommen. Meine Mutter war Analphabetin, mein Onkel, der etwas mehr Bildung hatte als die anderen Familienangehörigen, antwortete, wir sind ein indogermanisches Volk. In Wirklichkeit, wie sich herausgestellt hat, bei den Rassenforschern sind wir die wirklichen Arier. Wir selbst nennen uns nicht Zigeuner, wie wir so manches Mal genannt werden. Wir sind Roma und Sinti. Wie auch meine Abstammung ist. Meine Mutter ist eine burgenländische Romni, mein Vater ein Wiener Sinto. Da beide nicht verheiratet waren, trage ich den Namen meiner Mutter und nicht den Namen meines Vaters Weinrich. Um gleich zu Beginn meiner Ansprache mit der Bezeichnung Zigeuner sich auseinanderzusetzen, das war für mich immer eine Beleidigung. In meiner Kindheit und in meiner Schulzeit hatte ich keinen Familiennamen. Man nannte uns den Zigeuner Rudi, den Zigeuner Hans oder den Zigeuner Toni. Das reichte mir in meinen späteren Jahren und als junger Mann mit 20 Jahren verheiratet, ein Kind, zog ich nach Wien. Ein neuer Zeitabschnitt begann für mich und meine Familie. Ich bekam Arbeit, niemand sagte zu mir Zigeuner Rudi, der Außenseiter fand den Weg in die Gesellschaft, von Wohnen zur Arbeit, zur politischen Bildung. Ich wurde Mitglied der SPÖ. Ich war 10 Jahre Bezirksrat in Döbling. Die Geschichte meiner Volksgruppe war mir weiterhin ein enormes Anliegen. Ich lernte die ersten Juden kennen, von denen ich mir meiner Mutter erzählte. Gemeinsam waren sie Häftlinge in Ravensbrück. Damals, als 17-jähriges Mädchen, lernte sie Rosa Jochmann kennen, die sie auch, Rosa Jochmann kümmerte sich auch um die jungen Mädchen. Ich selbst bin im KZ geboren. Wenn man will, kann man sagen, einer der jüngsten Holocaust-Opfer. Ich bin erst im November 70 Jahre alt geworden. Zu meiner Kindheit möchte ich noch bemerken, das, was mich auch prägte, dass ich in Burgenland in einer Gemeinde aufgewachsen bin, die den Gauleiter, den Kreisleiter stellte. Diese Angst vor diesen Menschen, die noch immer da waren nach dem Krieg, hatten meine Verwandten immer noch Angst. Es könnte immer noch etwas passieren. Sie sind da, sie sind sichtbar. Das ermunterte mich umso mehr, für meine Volksgruppe nach vorne zu schauen und für sie einzutreten. Meine Mutter war 6 Jahre im KZ, davon 5 Jahre in Ravensbrück. Der Rest, der war eben Lackenbach, wo ich geboren bin. Diese Menschen haben, dieser Gauleiter und Kreisleiter, haben die Vernichtung der Roma vorangetrieben. Ich bin es gewesen mit meinen Freunden, die es zur Anerkennung zur Volksgruppe geführt hat. Und die Anerkennung als Volksgruppe sichert auch den Fortbestand in der Volksgruppe. Ich sehe auch hier die Beamten vom Bundeskanzleramt, wo wir als Volksgruppe angesiedelt sind. Und wie wichtig diese Volksgruppe ist, beweist auch, dass die anderen 5 österreichischen Volksgruppen, ich möchte nicht sagen ganz, aber fast auf gleiche Höhe gestellt sind, mit gleichen Rechten und Pflichten. Und ohne die Förderungen des Staates und des Landes könnten wir nicht existieren. Meine ersten Schritte zur Volksgruppe begann schon 1986 im Karl-Renner-Institut. Ich habe heute Erika Turner gesehen und ich habe zu ihr gesagt, liebe Erika, diese Begegnung liegt schon 28 Jahre zurück und das war der Einstieg. Eine ganz einfache Radiosendung, das Magazin für die Frau. Ich sitze in meiner Kehrmaschine bei dem 48. Ich war bei der Gemeinde Wien als Lenker betätigt bis zu meiner Pensionierung. Und das waren die ersten Schritte auch damals im Renner-Institut bei einer Tagung, wo ich Edi Karoli, Ludwig Papay,
den späteren ersten Obmann des Roma-Vereines in Obern, kennenlernen durfte. 28 Jahre Neuwege in die Zukunft habe ich niedergeschrieben in einem Buch. Da gab es noch keinen einzigen Verein. Und wenn man diese Zeilen liest, ich hoffe, sie sind hier in der Ausstellung zu sehen, dann werden Sie sehen, da ist einiges schon vorher, bevor der Jahrtausendwende und Jahrhundertwende geschehen. Die Anerkennung und der Antrag der Petition in das Bundeskanzleramt trägt die Unterschrift von Emmerich Gärtner Horvath vom Verein Roma Oberwart und vom Kulturverein Österreichischer Roma. Ich denke, auch hier wird das zu sehen sein. Ein ganz wichtiges Anliegen ist auch für uns und für mich die Gedenkstätten, das Erinnern an dem, was der Holocaust angerichtet hat, an unserer Volksgruppe. Ist das die Gedenkstätte in Mauthausen, Lackenbach, Salzburg oder erst vor kurzem in Buchkirchen, die eine errichtet wurde, oder im Ausland, Lodz oder Auschwitz. Am 27. Jänner haben wir erst 70 Jahre Befreiung von Auschwitz begangen. Ich hatte die große Ehre, mit Marco Feingold, ein Mann aus Salzburg, Angehöriger der jüdischen Gemeinde, 102 Jahre alt, den Herrn Bundespräsidenten nach Auschwitz zu begleiten. 70 Jahre nach der Befreiung muss man auch feststellen, dass das Leid noch immer noch tief drinnen sitzt. Wichtig waren auch die Entschädigungszahlungen für unsere Menschen und die Überlebenden. Auch hier vertrete ich meine Volksgruppe im Sozialministerium, den Nationalfonds. Bildung steht im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Waren vor 25 Jahren unsere Kinder überwiegend in Sonderschulen, so besuchen sie heute durchwegs höhere Schulen hin bis zu einem Abschluss einer Universität. Und das ist herzeigbar. 1995 bin ich zum ersten Mal zum Vorsitzenden des Volksgruppenbeirates gewählt worden. Nicht immer einstimmig. Es gibt auch hier Menschen, die mich nicht gewählt haben. Ich sage nicht, die mich nicht mögen. Mit ruhigem Wissen kann ich sagen, dass ich für meine Volksgruppe sehr viel erreicht habe, gemeinsam mit meiner Familie, die sehr viel Freizeit zur Verfügung gestellt hat. Und trotzdem gibt es einige Aktivisten, die es mir nicht gönnen. Ich wünsche allen diesen Erfolg, den ich gehabt habe, der ist herzeigbar. Sie haben die einleitenden Worte gehört, Kulturverein Österreichischer Roma, der auch hier einen Beitrag geleistet hat, wurde nicht erwähnt, mein Name schon gar nicht. Mein Weg führte mich auch für die Anerkennung für die Volksgruppe, auch international, zur UNO, nach New York, nach Genf, nach Brüssel, nach Straßburg, um auch hier auf europäischer Ebene mehr zu erreichen für unsere Volksgruppe, als was bis dato getan wurde. Mein Wunsch für die Zukunft ist es auch, die Volksgruppe mehr in die Politik einzubinden, Verantwortung zu übernehmen und selbst dafür zu sorgen, dass mehr für sie zu erreichen ist, dass sie nicht als Bittsteller dastehen, sondern als vollwertige Bürger. Wenn man denkt, dass es in Europa 10 bis 12 Millionen Roma gibt und die keine eigene Stimme haben, dann können sie sich ein Bild davon machen. Für Österreich kann ich sagen, mit der Anerkennung als sechste Volksgruppe sind wir einen anderen Weg gegangen, eine anerkannte Volksgruppe gleichgestellt in Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit ist gut. Ehemaliger Stadtrat Sepp Rieder, der hier vor mir sitzt, neben ihm gesessen bin, die Stadt Wien, ich weiß nicht, ob die Stadträtin darüber dann eingehen wird, ist die einzige Stadt in Europa, die Verkehrsflächen nach unserer Volksgruppe benannt hat, in Floridsdorf. Und hier bedanke ich mich ganz besonders bei Michael Ludwig, der damals noch Bezirksrat war, dass wir in Floridsdorf einen Roma-Platz haben, einen Sinti-Weg und einen Lovara-Weg. Die Zusammenarbeit. Applaus
Die Zusammenarbeit ist auch für mich wichtig mit unseren jüdischen Freunden, die das gleiche oder ähnliche Schicksal erlitten haben. Für mich wird es auch weiterhin diese Arbeit geben, denn wir beide Ethnien sind vom Säugling bis zum Kreis fabriksmäßig und vollständig wollte man uns ausrotten. Nach 70 Jahren und Befreiung von Auschwitz müssen wir wachsam sein. Die Erinnerung an unsere Opfer muss uns und unser Nachkommen eine Verpflichtung sein für ein Niemals wieder. Es wurde auch heute Oberwart erwähnt, dass vor einer Woche diese schreckliche Gedenkstunde, nicht die Gedenkstunde selbst, aber dieses Attentat vor 20 Jahren wieder in die Öffentlichkeit gekommen ist. Ich weiß, es hat so an sich, dass Gott gerade solche Tage oft auch inflationär sind. Ich würde mir wünschen, dass wir uns täglich von Ihnen, von vielen Menschen dieser Stadt und von dieser Republik sich an uns erinnern und mit uns arbeiten. Auch hier möchte ich wie allen, die uns in all den zwei Jahrzehnten begleitet haben, geholfen haben, denn alleine hätten wir es nicht geschafft. Wir können es nur dann schaffen, wenn wir gemeinsam daran arbeiten. Und dafür möchte ich auch all jenen danken, die dazu beigetragen. Herzlichen Dank. Herr Direktor, es tut mir leid, Grußworte sind es keine geworden. Es ist ein Referat geworden, aber ich sehe es als meine Verpflichtung, als Vorsitzender des Volksgruppenbeirates diese Worte zu finden. Herzlichen Dank. Sie spüren, dieser Rede ging ein intensives Gespräch voraus, wo ich dem Professor Sarkisi versucht habe zu zeigen, dass es hier sprechen die Vertreter jener Gruppen und Initiativen, die diese Ausstellung gemacht haben. Aber ich glaube, es war für uns alle sehr, sehr wichtig, einen Kämpfer hier für die Sache der Roma auch hier heute zu hören. Ich darf jetzt wieder um ein Musikstück bitten, Ruža Nikolić Lakatoš und ihr Ensemble. Wenn opre pilde me intrego ima dai ciracle me che zavasce Shukara luluja, kanai mai but o aver peyuma, pavol pavol, ilo rumnyako, ilo shukara sheyako, tedeno te la chita vesherhan, hayo jis luluji andeva. Shungen, shungen, tu me romale, ta bella she te manga bella she, kodola shukara lunja, kanai mai bu o ave pe yuma, pabon pabon, pabon pabon, ilo romyako, ilo shukara she yako, te delo ti. Higher days, Lulu di Andeva. Lucky Aka Pavon Sarilanta. High Lucky Boy. Oh, Saro Sondaka. Kanadi Kay. Mezio kante te, kana sobe iu masamere.
Ci trovare dai somigli glorzo capirare l'orzo calolo caldo e pirata ma vuoi esciare in goscero di attas l'orzo calolo caldo e pirata ma vuoi esciare in goscero di attas demo mamma pancia in te che la mamma minti muri voi a te che la cai muri romi ci ciore ci trovare dai sono in gloria so capirà cada mura do mia mamma ci unita la che mi indipari voi a me che la di la sua che ciore dai te trovare per il loro so capire capirà allo malo paradiso naslaci ci mi deve morare un araci morirò mi ci ciola ci dravare dai sono in di grozzo capirare con amore ro mia mamma ci mi da la che mi indipari voi a me che la di la sua te ciola dai te dravare per il lolizzo capire sciatirare la sua te ciore da te trovare per il lorizzo fate sciapirare la sua te ciore da te trovare per il lorizzo fate sciapirare al suede das ist Roma Tradition meine Damen und Herren das ist bei uns Roma Tradition nicht der Tag. Ja, gibt's danke. Danke, Ruscha Nikolic Lakatosch und Ethno Experience. Ich bitte Sie jetzt wieder zurück in eine Ausstellung, die Sie dann sehen werden können. Zwei der erwähnten Gastautorinnen, Mitarbeiter, die Themen ihrer Wahl in der Ausstellung gestaltet haben. Uschnia Boligovic wird zu Ihnen kurz sprechen und Willi Horvath, den Sie jetzt hier Schlagzeuger gesehen haben, der jetzt in seiner Rolle als persönlicher Heimatforscher in Floridsdorf dann zu Ihnen kommen wird. Bitte schön. Guten Abend. Als ich von Cornelia Kogoj und Andrea Herle angefragt wurde, ob ich bei der Ausstellung und bei dem Projekt Romane Tana mitmachen will, habe ich sofort zugesagt. Und ich habe sofort gewusst, dass ich mich dem Thema Roma und Migration widme. Ich war auch sehr froh, endlich die Gelegenheit zu haben, Roma als Teil der österreichischen Gastarbeitergeschichte in so einem offiziellen Rahmen auch darstellen zu können. Und das fast 50 Jahre nach der
erste große Gastarbeiter-Migrationswelle aus der ehemaligen Jugoslawien. Weil nämlich viele Jugoslawen, die damals nach Österreich gekommen sind, waren und sind Roma, die ihre Identität versteckt haben, in der Hoffnung, hier ein neues Leben anzufangen, ein Leben ohne Diskriminierung, ein besseres Leben, ein Leben ohne Vorurteile. Und für viele dieser Menschen war das zum ersten Mal in ihrem Leben eine Chance, die gleiche Chancen wie alle anderen zu haben. In meinem Beitrag möchte ich zwei Themen aufgreifen. Und da sind Wien als Traumstadt für Roma vom Balkan und Roma und Arbeit. Diese zwei Themen sind vielleicht weit entfernt von dem, womit die Mehrheitsgesellschaft eigentlich den Begriff Roma assoziiert. Trotz dunkler Geschichte, die Roma in Österreich haben, ist die Stadt Wien, und die Stadt Wien war, ein Traumstadt für viele Roma vom Balkan. Über die Jahre hatte Wien eine besondere Attraktivität und Anziehungskraft für viele Roma-Generationen, die im Zuge von mehreren Migrationswellen nach Österreich gekommen sind. Einerseits liegt es an der besonderen Lage, die Stadt Wien hat, die Ost- und Westeuropa gut verbindet. Andererseits liegt es auch an einer besonderen Nähe zur Heimat, weil nämlich man ist in etwa 420 Kilometer schon in Serbien. Wie auch immer, Wien war immer eine Prestigestadt für uns Roma vom Balkan und unter anderem es mag auch an die Hochkultur von Stadt Wien liegen. Das zweite Thema, welches ich unbedingt ansprechen wollte, ist Roma und Arbeit und Roma als Arbeiter. Das Bild, welches man in den Medien über Roma hat, ist meistens negativ besetzt. Und ganz selten werden wir in einem Arbeitsmarktkontext dargestellt. Und falls, dann negativ als Bettler, als Arbeitslose oder als Sozialschmarotzen. Der Grund dafür liegt unter anderem auch in der Tatsache, dass diejenigen von uns, die es geschafft, die einen sozialen Aufstieg geschafft haben und die gut integriert sind, sich einfach nicht outen. Und die sind nicht als Roma sichtbar, sondern nun als Migranten oder als Österreicher. Und hiermit möchte ich genau das aufzeigen. Nämlich ich möchte zeigen, dass es viele, sogar viel mehr von denen gibt, die Arbeiter sind, die Akademiker und Akademikerinnen sind, die teilweise sehr erfolgreiche Geschäftsleute sind, tolle Musiker sind, aber auch stolze Wiener sind. Die alle nach Wien gekommen sind in der Hoffnung, hier für sich und für ihre Familie bessere Chancen und gleiche Chancen zu haben. Und genau so, wie es in einem bekannten Roma-Lied auch heißt, Andobeću Mekadžava, Mekadžava, Barelove, Mekalava, Mekalava. Ich werde nach Wien gehen, um dort viel Geld zu verdienen. Dankeschön. Ich begrüße Sie, mein Name ist Willi Horvath, ich bin einer dieser Co-Autoren dieser Ausstellung und ich habe die besondere Freude, den Romano Tan Floridsdorf vorzustellen. Ich wurde vor circa 1,5 Jahren gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, für diese Ausstellung etwas beizusteuern. Ganz ehrlich, ich konnte es nicht, denn was ist ein Romano Tan und wo führt das hin? War dann eigentlich sehr lustig, es hat in genau in meine Vorfahren geführt. Floridsdorf wurde in den 20er Jahren von den Lovara besiedelt, als idealer Ausgangspunkt für den Pferdehandel, den unsere Leute damals betrieben haben. Es war die Nähe zur alten Donau, es war besonders der Mühlschüttel und die Verbindung zwischen der zentralen Stadt Wien
und eigentlich noch immer in der zentralen Stadt Wien, war das Floridsdorf. Das Dorf, das meiner Familie dann eigentlich so viel Gutes gebracht hat. Wir haben unsere Pferdegehöfte in Floridsdorf gehabt, es hat eine ganze Anzahl gegeben, Sie werden dann in der Ausstellung sehen. Ich habe 10 verschiedene aufgeführt und es hat mich zurückgebracht zu meinen Ur-Urgroßvätern. Und über die Kanäle meiner Familie wurde mir erstmals bewusst, was haben wir eigentlich gemacht, wo sind wir hergekommen. Und es war großteils Selbsterfahrung und dann auch, wie ist mit uns umgegangen worden. Da muss ich sagen, bis weit vor dem Krieg eigentlich sehr gut. Floridsdorf hat seine Roma akzeptiert und gemocht, waren ja sehr arbeitsame Menschen. Natürlich die Kriegswirren, da brauche ich nicht viel dazu sagen, das ist heute schon genug gesagt worden. Es ist allen gleich schlecht gegangen im Krieg und auch von meiner Familie sind sehr viele in den Konzentrationslagern geblieben. Die zurückgekommen sind, sind aber wieder gern nach Floridsdorf gekommen, haben von null begonnen und haben es geschafft, eigentlich bis heute dort zu bleiben. Macht mich immer wieder stolz zu sagen, dass ich nicht Wiener bin, sondern eigentlich Floridsdorfer. Und ich glaube, wenn Sie die Damen und Herren meiner Familie fragen, was hat es für Leute, dann sagen die, wir sind Floridsdorfer. So ungewöhnlich wie die Geschichte des Bezirks ist auch die Geschichte der Roma in Floridsdorf. Und ja, aus den Pferdehändlern von Floridsdorf wurden irgendwann die Teppichhändler, heute eine große Dynastie, immer noch viel im Teppichhandel tätig. Sie werden oben sehen, sind sogar Teppiche ausgestellt in der Ausstellung. Wesentlicher Bestandteil meiner Familie. Und bis heute haben wir uns da nicht schlecht getan. Zweites großes Standbein ist die Musik. Wir spielen gerne für Sie und wir machen das mit Herz und Freude. Und besonders die Lovara-Musik, die ja bedacht worden ist mit dem immateriellen Kulturerbe der UNESCO-National, hier mit Vertreterin Ruža Nikolić-Lakatoš, ist immer wieder Musik, wie wir gerade gesehen haben, die die Leute sehr freut. Das ist eine schwungvolle Sache. Es kann aber auch natürlich sehr traurig wirken. Dann sind es meistens die Tischlieder, die unsere Geschichtsschreibung mehr oder minder sind. Für ein Volk, das ohne Schrift ausgekommen ist, bis noch vor 20 Jahren, war das die Möglichkeit zu tradieren, unsere Geschichte zu tradieren. Ich hoffe, dass wir in der Ausstellung Ihnen den nötigen Einblick geben können. Wie viel wir damit verändern, ist mir noch nicht ganz klar. Ich weiß nur eines. Die große Anzahl Ihres Erscheinens heute ist ein kräftiger Schulterschluss mit den Roman. Freut mich sehr und ich möchte mich für das Ganze sehr, sehr herzlich bedanken. Ich darf jetzt Frau Stadträtin Sandra Frauenberger um Ihre Worte bitten. Einen schönen guten Abend. Ja, ich möchte mich gleich einmal dem Dank anschließen für Ihr zahlreiches Kommen, denn Ihr Kommen bestätigt, dass es so wichtig ist, sich mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen. Und wie ich gefragt worden bin, ob ich gerne heute am Abend diese Ausstellung eröffnen möchte, möchte ich sagen, dass ich das mit sehr, sehr großer Freude angenommen habe, diese Einladung, denn wir haben in Wien mit der Auseinandersetzung der Geschichte der Migration sehr, sehr intensiv schon längere Zeit begonnen. Wir haben gerade 50 Jahre Gastarbeit in Wien gefeiert und haben auch, und das ist ja auch schon präsentiert worden, unter dem Titel der Migration sammeln begonnen, die Geschichte der Migrantinnen und Migranten in Wien, die Teil dieser Wiener Geschichte sind, auch niederzuschreiben und gemeinsam zu sammeln. Und das war, und ich sehe hier Freunde aus der rot-grünen Regierung, die da mit mir gemeinsam den Weg gehen. Das war uns allen miteinander ein sehr, sehr großes Anliegen, das auch gemeinsam noch im heurigen Jahr auf den Weg zu bringen. Die Ausstellung Romane Tana
Orte der Roma und Sinti zeigt Menschen und ihre Geschichten und sie spiegelt eben dabei Orte wider. Sie macht gleichzeitig Lebensrealitäten in der Vergangenheit der Roma und Sinti sichtbar, ihre Geschichte in Wien, ihre Geschichte in Österreich reicht ja schon sehr, sehr lange zurück. Viele meiner Vorrednerinnen und Vorredner sind schon besonders darauf eingegangen. Es ist aber auch eine Geschichte, wo wir aufgerufen sind, uns zu erinnern. Es ist aber auch eine Geschichte, wo wir aufgerufen sind, uns dieser Geschichte auch zu stellen, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und dazu trägt diese Ausstellung ganz sicher wesentlich bei, denn Orte sind immer mit Erinnerungen verknüpft, denen wir auch immer gedenken müssen. Allen voran, und auch das ist heute mehrmals schon erwähnt worden, sehen wir immer noch eine sehr harte Konfrontation mit den Attentaten am 4. Februar 1995. Erst eine Woche ist es her, dass eben dieser Rohrbombenanschlag in Oberwart sich zum 20. Mal gejährt hat. Und dieser abscheuliche Anschlag war damals nur die Spitze eines Eisbergs. In der Bevölkerung schwelten und schwelen wohl immer noch rassistische Vorurteile gegenüber Roma und Sinti. Und lassen Sie mich eines ganz klar sagen, und ich denke mir, das ist auch einer der Gründe, warum ich heute gebeten wurde, diese Ausstellung hier zu eröffnen als Integrationsstadträtin. Lassen Sie mich ganz klar sagen, Wien ist eine Menschenrechtsstadt. Und in einer Menschenrechtsstadt darf Rassismus keinen Platz haben. Wir kämpfen in dieser Stadt gemeinsam, und gerade diese Zeit ist eine ganz wichtige dafür. Wir kämpfen in dieser Stadt gemeinsam gegen Diskriminierung, aber wir kämpfen auch für etwas. Wir kämpfen für die Vielfalt, für den Respekt und für die Akzeptanz. Ich sehe diese Ausstellung daher auch ganz im Sinne dessen und ganz im Sinne eines klaren politischen Zeichens für einen positiven und sehr potenzialorientierten Umgang mit der Vielfalt in unserer Stadt, die unsere Stadt ausmacht. Und es freut mich, dass eine Ausstellung wie diese ganz selbstverständlich der Geschichte einer Volksgruppe umgeht. Rudi, du hast die Geschichte dieser Volksgruppe auch gut dargestellt. Also mit der Geschichte einer Volksgruppe umgeht und sie natürlich auch aufarbeitet. Und gerade im Wien-Museum ist so eine Sammlung zur Geschichte dieser Stadt von ganz, ganz wesentlicher Bedeutung. Und es zeigt uns klar, Roma und Sinti sind ein Teil unserer Stadt. Und das ist gut so. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gilt immer, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen und für eine Stadt einzutreten, in der alle gut zusammenleben können. Für eine Stadt einzutreten, die wir gemeinsam gestalten und in der wir auch immer wieder neue Orte der Erinnerungen schaffen. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Ausstellung zustande gekommen ist, dem Wien-Museum, den Kuratorinnen, den Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern. Ihre Geschichte, ihre Kultur, ihre Klänge, die gehen ans Herz, und das ist gut so in einer solidarischen Gesellschaft. Dankeschön.
like you live, about a romance, but Valenza, dai via Cioranza, dai vilenge, pur de Cioranza. Dabei sind, mache ich Ihnen eine noch. Tanzen Sie alle mit. Hupsa, hopp. Oh, la, la, na, na. La, la, na, 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 na. Oh, la, la, na, na. Da, la, na, 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 na. Oh, na, na, na. Oh, la, la, na, na. Avmande, avmande, manga tushe de avmande, pala tushe menela, misto tu te chor e di haiva, megilem, dai pirdem,
capiti un mace de megilem ferisce tutte rodam che pola tutte ciorte me me oh la 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 Chukar, salu luci de andebar, che le scelta il gilabes, brocio rocero di ares, sarcheles, gilabes, santa masca de pagabes, santa masca de pagabes, brocio rocero di ares, oh la 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 oh la la na na da la na 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 oh la la na na da la na 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 oh la la na na da la na 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 oh la na na alla tutte ciorte di aiva mi sono tutte sceglie me me alla tutte sceglie di aiva. Ihnen zu Ehre! Ich freue mich so riesig, dass Ihnen unsere Lieder gefallen. Das sind wunderschöne Tanzlieder und wahre Begebenheiten. Ich habe CDs hier, wer Interesse daran hat, vorne. Tausend Dank für alles. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke schön. Danke. Danke, danke schön.